Hallo, herzlich willkommen. Ich bin's wieder, euer Daniel. Es gibt aber hier jetzt nur ein ganz, ganz kurzes, kleines Workout. Und das, was ich euch heute zeige, ist nur eine ganz, ganz kleine, eine ganz kurze Übung, die ihr immer und überall machen könnt. Schnappt euch dazu einfach Steine. Ich beginne mal mit einem Stein und das Ziel ist, den Stein einfach mal hochzuwerfen und wieder zu fangen. Das kann man eigentlich wirklich immer und überall machen. Das könnt ihr auch mit einer Zitrone zu Hause machen oder mit einem Ball, ist ganz egal. Wichtig ist, wenn ihr eure Koordination, eure Aufmerksamkeit steigern möchtet, dann ist es ganz wichtig, dass ihr immer langsam beginnt und sobald ihr die Übung beherrscht, dann geht ihr sofort zum nächst schwereren. Und das machen wir jetzt. Erste Übung ganz einfach, ich habe den Stein und werfe den Stein einfach hoch und tief und kann ihn relativ gut fangen. Schwerer wird es, wenn ich mich auf irgendwas fokussiere. Also ich schaue zum Beispiel über den Stein hinaus und versuche ihn nur mit peripheren Blick zu fokussieren. Vom Einfachen zum Schweren. Versucht wirklich den Blick vorne zu lassen und einfach mal den Stein aus dem Blickwinkel zu fokussieren und dann zu reagieren. Ja. Manchmal braucht man ein paar Wiederholungen und dann funktioniert es besser. Nächste Schwierigkeit. Versucht den Stein einfach mal hochzuwerfen und zu fangen und gleichzeitig mit dem zweiten Arm etwas anderes zu machen, zum Beispiel zu kreisen. Wenn ihr hier einen Fokus gefunden habt, dann schaut ihr einfach mal weg. Stein werfen, reagieren, Arm kreisen, rückwärts Arm kreisen. Ohne Pause den Stein immer wieder fixieren. Sobald ihr die Übung könnt, könnt ihr das Ganze variieren, indem ihr die nächste Schwierigkeit aufbaut und das Ganze auf einem Bein durchführt. Nächste Schwierigkeit wäre abzuwechseln, das Ganze ohne Pause auf der anderen Seite zu machen. Ihr seht, es ist eine super Übung, die man vielleicht wirklich auch mal zwischen dem Jogging-Training machen kann. Diese Übung kann man immer und überall machen. Besonders wenn ihr mal sehr gestresst seid, dann ist so ein Gehirnjogging wirklich sehr empfehlenswert. Probiert es einfach mal aus. Es macht sehr viel Spaß. Ihr braucht ein bisschen Geduld, aber es bringt euch hier oben wirklich weiter. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir ein paar Likes, abonniert mich und wir sehen uns mit tollen weiteren Workouts nächste Woche wieder. Euer Daniel, ciao. Nageln vorbei und jetzt geht's zum Mittagessen. Viel Spaß!